It's time for World Underground Wrestling. Ja, hallo, liebe Fans des World Underground Wrestling. Hallo, ich bin's, euer Rosi. Ja, wie ihr schon hört, ich, Julia Gebung, kommentiere mit Rosi den Kampf. Und wir werden ein bisschen auf die Reaktion eingehen, wie es Rosi über den Kampf gegen Liesinger Luisel gegangen ist. Ja, weil da war ich schon ein bisschen angewidert, weil er nicht einmal mein Quincy da war. Ja, also da, das kann ich jetzt schon mal erklären, da war ich sehr böse, weil das ist nicht mein Quincy. Und ohne meinen Quincy werde ich sehr schnell sehr traurig und auch ein bisschen böse. Weil ich bin nur da, damit ich meinen Quincy sehen kann. Ja, der Quincy hatte leider an dem Abend keine Zeit, deswegen ist der Mario als Schiedsrichter eingesprungen. Ja, wenn ich das gewusst hätte, wäre ich nicht mitgekommen. Aber du machst das doch gerne, oder? Du kämpfst ja doch gerne. Ja, aber ich kämpfe um meinen Quincy und nicht um den Mario. Ja, du bist offensichtlich angewidert von Mario. Ja, wie gesagt, bei solchen Koteletten, das ist... Da kann ich nicht anders. Also dir sprechen die Koteletten nicht zu? Wenn mein Quincy Koteletten hätte, das würde mir schon zusprechen, aber... Aber Mario gefallen's dir nicht, okay. Ja, Mario gefällt mir nicht. Aber so, ich glaube, jetzt geht der Kampf gleich los. Er schaut ein bisschen lang. Ja. Eine bedrohliche Gestik von Liesinger Luisel Richtung Moderatoren. Der ist immer urgemein. Warum ist er urgemein? Naja, weil der Leuten weh tut. Ich mein... Oh, oh, das! Oh, oh, oh! Ah, Und da geht er hin. Da kann man gar nicht so mal so schnell kommentieren, wie der dich zu Boden haut. Ja, weil der ist halt immer urbrutal und der hat keinen Respekt vor so Damen wie mir. Ja, das ist natürlich ungut, wenn er keinen Respekt vor Damen wie dir hat, Rosi. Ich glaube, das ist auch das einzige Mal, dass er Kontakt mit einer Dame hatte bis jetzt. Das lasse ich jetzt mal unkommentiert, aber da nimmst du ihn auch ordentlich hart ran. Und... Ah, oh, nee, das ist eine... ein harter Schlag gegen den Kopf. Schau, der schlägt mich so sehr, dass ich sogar zum Bluten begonnen habe. Ja, das passiert durchaus, weil... Harte Schläge ins Gesicht. Ja, da kann man schon mal zum Bluten beginnen. Da beginnt man schon zu bluten. Da muss ich sagen, da war ich ein bisschen... Damisch, weil ich eine Dame bin. War die Nase dann gebrochen? Ah, da sieht man das Blut. Ja, ein bisschen. Aber es wirkt fast so, als würde er das nicht merken, diesen Go-Behind. Ja, ich glaube, da habe ich auch nur gerade meine Hände zusammenbekommen. Und da hat er dich schon wieder. Das habe ich schon gesehen heute. Ja, was der immer gemacht hat mit mir, das... Puh. Mein Quincy hat das nicht zugelassen! Aber ich kann das auch, was er kann. Jetzt nehme ich in einem Side-Headlock und da kann er gar nichts machen. Oh, da hast du ihn zu Boden gerungen. Das war ein Spitzenwurf. Und da hat er dich in der Beinschere. Ja, das hat ein bisschen gestunken. Gestunken? Ja, ich war schon sehr nahe an ihm. Oh. Okay. Wie geht's dir dann mit dem Kontakt, wenn du kämpfst? Zum Beispiel gegen Liesinger Luisel? Also in dem Fall ist es mir nicht gut gegangen, weil auch da wieder ganz böse Schläge von ihm in deinen Bauch. Da muss man sagen, das war eigentlich ganz nett von Mario. Oh, und eine Clothesline. Ja, wie man sieht, Liesinger Leute ist überhaupt nicht respektvoll. Und für solche Böshaftigkeiten lässt er sie doch feiern.
Ja, er nimmt dich ordentlich hart ran und einen Elbow Drop. Oh. Also, das sind geballte 180 Kilo, die da auf dir landen. Ja, da sieht man, da ist mir ein bisschen die Luft weggeblieben. Ich hab mir da auch, glaube ich, fast die Rippen gebrochen. Da würde auch mir die Luft wegbleiben. Ja, nach dem Ding mit seinen Füßen um meinen Kopf, wo mir da auch schon die Luft weggeblieben ist, habe ich eine Taktik gesehen bei ihm. Eine Taktik? Ja, er will, dass ich nicht mehr atmen kann. Ja, dann kann er dich ausnocken. Das macht ja auch durchaus Sinn. Das ist eine gar nicht so schlechte Taktik. Aber gemein. Aber eine gute Taktik. Aber trotzdem darf du nicht gemein zu mir sein! Und man sieht, wie du das Gleichgewicht verlierst, wenn da 180 Kilo auf dich zukommen. Vielleicht hat er auch nur 150. Vielleicht auch 210. Würdest du da nicht dein Gleichgewicht verlieren? Ich bin in seiner Gewichtsklasse, ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Vermutlich. Die Wucht des Aufpralls wäre wie die eines LKWs, der gegen einen Wal fährt. Ja, und wenn LKWs einen Unfall haben, ist die Chance viermal so groß zu sterben für die beteiligten Fußgänger als für den Lastwagenfahrer. Also bist du quasi die Fußgängerin und Liesinger Luisel ist ein LKW. Ja, aber ich sterbe nicht. Du hältst durch, trotz blutiger Nase, trotz angeschlagenen Rippen. Ja, weil in meinem Herzen, da brennt immer dieses Feuer. Immer wenn ich kurz vorm Aufgeben bin, denke ich an meinen Quincy. Und dann wachse ich noch einmal über mich hinaus. Also dein Quincy, der pusht dich. Natürlich. Auch bei den Kämpfen pusht er dich gut. Natürlich! Oh, da verlierst du deine Hose. Oh, da schau ich mal weg. Da schau ich mal kurz weg. Das ist auch gut so, jetzt kannst du wieder hinschauen. Okay. Ist eigentlich nur für Quincy bestimmt. Alles klar, wir werden ihm das zukommen lassen. Ja, bei diesem Bulldog war das Problem, dass Liesinger Läusel keinen Hals hat. Er besteht nur aus Nacken. Sein ganzer Oberkörper ist ein halber Nacken. Ja, und normalerweise mache ich diese Tanzanlage auch nur für meinen Quincy. Und dann war ich da. Entschuldigung. Ist schon okay. Ja. Aber hier hast du ihn gut erwischt. Da bleibt er liegen. Ja, ich wünschte, ich könnte meinen Quincy auch mal so flach legen. Ja, vielleicht ergibt sich ja mal die Möglichkeit. Das hoffe ich auch. Aber ich will ihm leider nicht wehtun. Aber wir machen das schon irgendwie. Ja, das spürt er nicht. Da lacht er, der Liesinger Luisel. Aber den Tritt in die Kniehöhle, die hat er bemerkt. Ja, da habe ich seinen Kopf genommen und ein bisschen auf den Boden gehauen. Und da liegt er. Also man merkt wirklich, sein Kopf ist seine Angriffsstelle. Weil er hat ja keinen Hals und sein Körper ist einfach zu massiv. Ja, man muss sich das zweitkleinste Teil aussuchen, um es zu attackieren. Wenn der Kopf das zweitkleinste Teil ist, was ist dann das kleinste? Nein, dann fragst du das überhaupt noch. Also. Ich nehme die Frage zurück. Ich sage so viel, mein Quincy ist das Größte. Also seine Schläge sehen auch sehr heftig aus. Na, er merkt das nicht, wenn du zuschlägst. Ja, das finde ich nicht nett von ihm, weil ich hau schon ein bisschen fest zu ab und zu. Aber vielleicht ist es nicht fest genug für einen 157 Kilo LKW. Ja, deswegen habe ich versucht, ihn da anzuspringen, aber er ist einfach brutal und tut mir weh. Ja, da liegst du am Boden, du siehst leicht mitgenommen jetzt aus. Ja, weil wenn dir so ein riesiger Masseberg auf dich drauf fällt und über dich drüber rollt, da bist du einfach platt. Erinnert mich ein bisschen an dieses Pokémon, dieses runde, steinige, dicke Ding, das auch einfach nur rollt. Ja, ich glaube, ich weiß, welches du meinst. Ja. Oh. Oh, ja, au, au.
Und wieder mit viel Schwung aufs Kreuz. Da bleibt schon die Luft weg. Das glaube ich dir. Ja, da wären wir wieder bei seiner Taktik. Die ist wirklich sehr gemein. Um mich da einfach gegen die Wand zu werfen, finde ich nicht nett von ihm. Wie geht's dir mit den Schmerzen? Das sehen sehr, sehr extrem aus, wenn du da am Boden liegst. Jetzt wieder gegen den Kopf. Ja, es ist schon hart, das durchzustehen. Vor allem, wenn dann sowas kommt. Bei so einem Neckbreaker, da will er mir, glaube ich, ein bisschen den Kopf verdrehen. Aber das kann nur mein Quincy. Ja, und der Mario zählt nicht. Ja, das habe ich ein bisschen komisch gefunden, muss ich sagen. Aber ich habe davon nicht viel mitbekommen. Was macht er jetzt da? Ja, da hat er angefangen zum Reden. Und an das kann ich mich jetzt schon ganz, ganz deutlich wieder erinnern. Ja, der Leasinger Lösel will, dass der Kampf beendet wird. Ja, aber während Mario sich für mich einsetzt, weil Leasinger Lösel sehr gemein zu mir war. Ja, aber der Schiedsrichter müsste dich anzählen. Du liegst am Boden. Ja, aber der ist komisch. Ich glaube, der kann das gar nicht. Was macht er jetzt? Jetzt sucht er was. Jetzt hat er eine kleine Box. Ja, jetzt hat er mir ein bisschen aufgeholfen. Aber wie man sieht, war ich noch ein bisschen verwirrt. Und jetzt macht er einen Kniefall. Ja, da hat er mir einfach einen Heiratsantrag gemacht. Und das geht nicht, weil ich will nur meine Quincy und mit einer will ich gar nicht. Und ich glaube, der denkt, nur weil er ein Schiedsrichter ist, darf der alles. Also da hat er dir einen Antrag gemacht und jetzt kürt der Leasinger Lösel zum Sieger aufgrund von Disqualifikation. Ja, ich meine, schau dir das an, das ist ja gemein. Der glaubt einfach, dass er sich alles erlauben kann.